In der dritten Aufgabe war ein Netzwerk gegeben, das umgezeichnet war, so aussah. Da tauchten zwei Widerstände auf, die beide den gleichen Wert hatten. Deswegen bezeichne ich die einfach mal mit R. Und es tauchten drei Kapazitäten auf, die auch alle den gleichen Wert hatten. Deswegen bezeichne ich die alle einfach mal mit C. Und diese Spannungsquelle, die hier vorne gegeben war, hatte einen Wert von 9 Volt. Und das sollte eine Gleichspannungsquelle sein. Und jetzt war gesucht, wie groß die Spannung ist, die über einer dieser Kapazitäten abfällt. Mithilfe eines kapazitiven Spannungsteilers. Was man sich jetzt erstmal überlegen kann, ist der Strom, der hier fließt. Der Strom, der durch eine Kapazität fließt, ergibt sich ja aus I ist gleich C mal dU nach dt, wobei das die Spannung ist, die jetzt hier über einer Kapazität abfallen soll. So, wenn das hier vorne eine Gleichspannung ist und wenn alle Lade- und Entladevorgänge, die jetzt hier irgendwie stattfinden, abgeschlossen sein sollen, dann ist natürlich auch die Spannung, die jetzt über einer dieser Kapazitäten hier abfällt, eine Gleichspannung. Und das bedeutet, wenn wir die Ableitung einer Gleichspannung, die Ableitung einer Gleichgröße, die Ableitung einer Konstante ausrechnen, ist diese Ableitung 0, dass daraus folgt, dass dieser Strom auch 0 ist. Also die Kondensatoren, die Kapazitäten wirken wie ein Leerlauf im Gleichspannungsfall und in dieser Masche kann kein Strom fließen. So, wenn hier kein Strom fließt, über den Widerstand gilt ja U ist R mal I. Wenn der Strom 0 ist, dann muss auch diese Spannung 0 sein. Das heißt, diesen Widerstand hier oben, den können wir erstmal vernachlässigen. Und ja, hier unten fließt in diesen Knoten kein Strom rein. Durch diese Kapazität fließt auch kein Strom. Der Strom hier ist auch 0. Mit der gleichen Begründung wie hier oben. Die Spannung hier drüber ist konstant, die Ableitung der Konstant ist 0. Wenn hier kein Strom reinfließt und hier kein Strom ausfließt, dann muss auch natürlich hier in diesem Zweig durch den Widerstand der Strom 0 sein. Dann gilt auch wieder, dass über diesem Widerstand keine Spannung abfällt, dass diese Spannung auch 0 ist. Das heißt, der Widerstand schließt hier sozusagen diesen Kondensator, diese Kapazität kurz oder würde die ganze Zeit entladen. So dass wir zunächst mal diesen Kondensator hier vernachlässigen können und dann eben auch diesen Widerstand hier vernachlässigen können, weil die Spannung über dieser Parallelschaltung von den beiden halt 0 ist. So dass in diesem Schaltbild einfach nur noch diese beiden Kapazitäten überbleiben und egal wie groß die jetzt sind und eigentlich auch egal wie sich die Spannung über zwei Kapazitäten aufteilt, kann man einfach scharf schlussfolgern, dadurch, dass diese beiden groß sind, wird diese Spannung hier, die Spannung, die über einer der Kapazitäten abfällt, einfach die Hälfte von der Quellspannung sein, die Hälfte von 9 Volt und das sind 4,5 Volt. Und das war eigentlich dann alles, was bei dieser Aufgabe gesucht war. So, dabei ist natürlich eine ganze Menge schiefgelaufen, was häufig probiert wurde von Studierenden, die schon zum Beispiel im dritten Semester sind und die wissen, dass man bei Kapazitäten eben auch mit komplexen Zeigern rechnen kann, wurde häufig sowas wie versucht, wie mit J Omega C oder 1 durch J Omega C zu rechnen. Diese Rechnung mit dem Omega funktioniert natürlich aber nur, wenn die Quellen immer sinusförmige Signale ausgeben und alle Signale, alle Spannungen, alle Ströme harmonisch sind und sinusförmig, das ist aber eine Gleichspannung. Deswegen funktioniert diese Rechnung dann natürlich nicht. So, was häufig auch nicht beachtet wurde, ist, dass dieser Widerstand eben, wie schon besprochen, diese Kapazität hier kurz schließt und dann eben sowas wie ein Spannungsteiler von diesen drei Kapazitäten ausgerechnet wurde. Dann sind teilweise für diese Teilspannung hier Spannungen rausgekommen, die irgendwo im Mikrovolt-Bereich lagen, weil irgendein Mikro von der Kapazität vom Mikrofarad nicht korrekt gekürzt wurde. Oder es wurden Teilspannungen ausgerechnet, die viel, viel größer waren, zum Beispiel bei 13,5 Volt, wo man sich fragen kann, okay, wenn sich die 9 Volt, die ja hier die Gesamtspannung sind, irgendwie aufteilen, wie soll dann hier in der Aufteilung was entstehen, was größer ist als die 9 Volt? Dann wurde häufig eben irgendwas mit einem resistiven Spannungsteiler gerechnet, wo irgendwie diese Widerstände drin auftauchten, obwohl die natürlich auf die Schaltung hier gar keinen Einfluss haben, weil der Strom ja 0 ist
Oder es wurden irgendwie so seltsame Sachen gerechnet, dass halt der Wert von dem Widerstand, also die 1000 Ohm zum Beispiel mit den 10 Mikrofarad in irgendwelchen Gleichungen verrechnet wurden, was natürlich ja auch nicht wahnsinnig sinnvoll und sehr zielführend ist, weil man eben nicht zwei Größen mit unterschiedlichen Einheiten miteinander addieren kann. Da kommt dann einfach Quatsch raus. Und ein letzter Fehler, der auch recht häufig passiert, ist, dass irgendwie über die Spannung und über die Widerstände ein Strom berechnet wurde, der ja aber hier in dieser Schaltung überhaupt gar nicht fließen kann, weil eben durch die Kapazität der Strom zu Null gezwungen wird, weil die Kapazität im Gleichspannungs-, im Gleichstromfall wie ein Leerlauf wirkt.